schaurige Grüße aus Project Zero Nummer 5 hier in der Disaster Area. In der letzten Folge waren wir ja mit Yuri hier im vierten Tropfen unterwegs und sind momentan im Schrein der Puppen. Leider müssen wir jetzt einen kleinen Teil nochmal machen, weil ich ja nicht frei entscheiden kann, wann ich speichere und so. Und deswegen sind wir jetzt wieder hier kurz nach diesem Bossfight, den wir hatten. Und müssen jetzt hier nochmal die eigentliche Tür aufmachen und nach unten latschen. Aber das ist ja nicht so viel. Wir haben nur irgendwie 4 Minuten verloren oder so. Und da wir jetzt auch wissen, wo wir so hin müssen und so und wo was ist, denke ich, wird das jetzt nicht so lang dauern. Also alles nicht so tragisch. Wer meine Dark Souls Let's Plays guckt, der ist es mittlerweile gewohnt, dass man ein paar Dinge nochmal spielen muss, aus gewissen Gründen. Also alles nicht so tragisch. So, jetzt warten wir hier also schon wieder unten in dieser Höhle durchs Wasser und werden hoffentlich nicht schon wieder von so vielen Geistern überrascht wie das letzte Mal. Ah, wer nimmt denn da? Hallo? Mann, der Reliquiare trägt. Ja, natürlich kennen wir das jetzt alle schon, aber es ist dann doch wieder ein bisschen her, dass ich letzte Session gespielt habe. Wenn man so viele Projekte nebeneinander laufen hat, da kommt man schon mal durcheinander, besonders mit der Steuerung und so, dass man da wieder reinkommt. Und deswegen wundert euch nicht, wenn ich jetzt manche Dinge schon gar nicht mehr weiß. Was ist da? Ach, da. Hallo. Ach, Haruka. Stimmt, dieses Bild haben wir das letzte Mal verpasst, weil wir aus dem Nichts von einem Geist angegriffen worden sind. Das ist ziemlich gemein. Ist eigentlich ganz gut, dass wir es nochmal machen können. Denn ansonsten hätten wir dieses Bild nicht bekommen. Hm. So. Da liegen noch ein paar Sachen für uns. So, komm zu mir. Sieht nach Weihwasser aus. Ja, danke. Und was haben wir hier rumliegen? Ach so, das ist bestimmt reinigendes Blut. Jawoll. So, ach ja, genau. Da war nur so eine Puppe. Und sonst leider gar nichts. Vielleicht spielt das später noch eine Rolle, wer weiß. Aber wir können jetzt erstmal nichts weiter machen, als hier rüber latschen. Und hier haben wir jede Menge Talismane an einer Tür, die wahrscheinlich verschlossen ist. Ja. Da sehen wir aber so ein... dieses Schloss da ist sehr, sehr typisch für so Project Zero, dass die Schlüssel eigentlich keine Schlüssel sind, sondern irgendwelche Markenzeichen-Dinger. So, und hier haben wir eine schwarze Kiste. Wahrscheinlich die Black Box von was weiß ich woher. So, aber das ist uns egal. Wir laufen mal hier weiter zu dieser wunderschönen Grotte. Da haben wir eine Laterne. Schön. Und da liegt wieder irgendwas für uns. Sieht nach einem Film aus, ja. Filmtyp 90. Oh, den heißen wir aber willkommen. Ja, gemeinerweise nicht nur einer der schnellsten Filme, sondern auch einer der stärksten. Deswegen so ziemlich der beste Film, den man haben kann. Wobei der Zero-Film, also der Filmtyp 0, nochmal mehr Schaden macht. Aber der ist dann, lädt dann nicht so schnell. Der 90, das ist die AK-47 unter den Filmen. Ach, wer läuft denn da? Natürlich immer noch Haruka. Schließlich verfolgen wir die hier. Ich nehme mal an, es ist nicht sie. Wieso kann ich nicht aus dem Dings raus? Aha. Die war noch nicht fertig mit Reden. Ah, da hinten. Ist da ein Arm oder so? Ah, das ist ja gar nicht nett hier. Und ganz viele von diesen Kisten. Eine aufwendig verzierte schwarze Kiste ist im Wasser versunken. Der Deckel ist fest verschlossen. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was da drin ist. So, aber was zur Hölle ist das? Da hängt einfach mal so ein Arm aus der Kiste. Und die sollen wir jetzt auch noch aufmachen, ob das eine gute Idee ist.
Ich habe so das Gefühl, dass das Ende des Kapitels, was ich irgendwie doof finde, weil dann hätte ich kurz vor dem Schluss des Kapitels aufgehört. Das wäre echt blöd. Wen haben wir denn da? Haruka! Was liegst du in der Kiste rum? Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir erfahren jetzt, wie sie in diese Kiste reingekommen ist. Und vor allem, ob sie noch lebt. Oh, was ist denn das für eine Gestalt? Könntest du bitte aufhören, um anzuleuchten? Dann steckte sie einfach da drin. Was zur Hölle ist passiert? Ja, die haben also. Die denn nicht in den Kram passt, die werden in die Kisten gesperrt und ertränkt oder was? Das ist ja nett. Nein, nicht ganz. Stay with me, Haruka. Sie scheint zumindest kein Geist zu sein. Das ist schon mal ein Anfang. Oh, hallo, das scheint mir aber ein Geist zu sein. Okay, great. Ja, willkommen. Schön, dich kennenzulernen, weiße Frau. Bewegt sich so schön. Ja. Ja. Aber noch lässt sie mich irgendwie in Ruhe. Seltsam. Stimmt nicht mehr lange, wollte ich gerade sagen. Da hat sie mich dann auch schon getroffen. Ja, jetzt sag doch mal, ruhig hier. Ah, verpasst. Boah, das geht mir zu schnell. Mein lieber Krawalsch. Nochmal da. Nein, nicht Kat. Oh mein Gott. Kräutermedizin. Ja, will ich. Verdammt viel nochmal. So. Lass mal reichen. Aua. Holt er uns einfach so los. Steckt die da an der Wand drin oder wie? Ich mag das ja nicht, wenn Geister in den Wänden feststecken. Das ist unfair. So, diesmal hab ich dich aber. So. Was sagst du dazu? Kommt die direkt hier wieder an. Warte, warte, warte. Davon gibt's doch was von Ratiofarm. Ganz viel Kräuter fressen. Eigentlich könnten wir doch mal hier so einen. Wenn ich genug Geisterenergie hätte, dann könnte man eine Linse verwenden. Dummerweise habe ich die nicht. Ich mag die nicht, wenn du da kommst. Das war die falsche. Gut, nicht mehr gewohnt, hier sind wir.
schnipsen, dann sag ich so, das geht gerade nicht wirklich gut. Komm. So. Jawoll! Okay, jetzt eigentlich erwartet, dass sie stärker ist, aber andererseits bin ich auch ganz froh drüber. Dass es nicht so war. Ja, hallo, mein Name ist Yuri. Ha, ich bin gut. I was sent here to come and look for you. Can you walk? Come on, let's get out of here. All right. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Dann hätten wir zumindest mal einen, der lebt. Aber da wir durch Fuyuri schon ein wenig vorbelastet sind, gehe ich nicht davon aus, dass sie überlebt. Das ist schließlich ein Horrorspiel und so. So. Eine halboffene Kiste steht im Wasser. Sie scheint mit dunklem Wasser gefüllt zu sein. Ah, da habe ich ja keinen Bock, damit in Berührung zu kommen. Es scheint hier noch weiter zu gehen, aber ich wette mal, wir kommen schlichtweg nicht weiter. Ja. Iris-Motiv. Okay. So, dann gehen wir doch mal hier voran. Jetzt noch klatschnass. Und die reinigende Glut spare ich mir eigentlich lieber für das schwarze Wasser auf. Sollen die Geister doch alle kommen? Die hauen wir doch so kaputt. Den Film umschalten. Yes, it was. Das wird schwierig. I need to apologize. Ja, viel schneller kommt man hier im Wasser natürlich nicht voran, ne? Es ist ja doch ganz schön hoch hier. Das ist total verflutet. Das machen die mit Absicht, nur damit ich schön nass werde. So, jetzt haben wir es aber fast geschafft, ey. Raus aus der Suppe hier. Und wieder zurück zu den Puppen. Yay. Ich habe euch genau im Auge, ihr blöden Puppen. For Yuhi, forgive me. So. Ah, jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, wie wir eigentlich hier wegkommen. Ich glaube, wir können einfach hier durch. Und dann rechts raus. Moment. Karte fragen? Ja, genau, hier direkt rechts raus. Das sollte gehen. Ich muss unbedingt meine Kamerasteuerungsgewohnheiten umstellen, weil wenn man sich bewegt, dann versucht die Kamera automatisch sich mitzuschwenken. Und wenn man dann versucht, die Kamera selbst mit dem richtigen Stick zu bewegen, dann bringt das alles nur durcheinander. Es ist irgendwie mit der Kamerasteuerung ist schwer ungewohnt, schwer seltsam gelöst. Aber wenn man sich drauf konzentriert, einfach mit LZ, das einfach immer so damit zu justieren. Ja. Natürlich müssen wir die verfolgen. Warum laufen eigentlich immer alle vor uns weg? Hallo, ich bin die Frau mit der Kamera. Eine blutbefleckte Notiz. Warum war die vorher nicht hier? Ich muss sie alle umbringen. Alle Priesterinnen. Ich kann ihre Augen nicht ertragen. Ich muss sie aushöhlen. Sie haben zu viel gesehen. Wenn das mal nicht von unserem Schnetzlerfreund ist. So, wo war es denn? Ach, genau, da lang. Okay. So, dann schauen wir doch mal, wo Haruka jetzt schon wieder hin ist. Und ob das genauso endet wie bei Yuri auch. Hab ich irgendwie so ein Gefühl. Also,
Straße hin. Okay. Gut, dann laufen wir halt da lang. Was liegt hier? Bei Wasser. Liegt bestimmt nicht umsonst hier. Dich zu besuchen, ja, mehr oder weniger. So, wenn die ist ja ganz schön fix unterwegs gewesen. Naja, aber wir trödeln hier ja auch ein bisschen. Wir haben es nicht eilig. Ich sollte eigentlich wen suchen und die ist sofort irgendwie weggelaufen, weil sie irgendeinen Song gehört hat oder so. Alles kein Problem. Da steht sie ja. Hey, Haruka, lebst du noch? Das wäre echt schön. Oh, hallo. Wieso kann ich davon kein Bild machen? Moment, ist das etwa... Das ist blöd, oder? Oh. Ausweichen! Los. Schneller laden. Feuer frei! Schönes Lächeln, sehr fotogen. Will jetzt etwa... Nein, nein, geh da weg, geh da weg. Geschossen, ach verdammt. So. So. Die lassen es absolut nicht zu, dass ich die berühre, nur das ist voll gemein. Ja toll, ist dann wirklich sehr ermutigend, wenn man da so den Geist von denjenigen sieht, die man, ja, von der besten Freundin. What were you doing there? Frag lieber nicht drin. I saw the setting sun. It was drawing me in. I was becoming a part of it, as if I were melting. Denn sonst nicht. Well, what's important is that you're back. Bisschen spazieren. Miracle, you're not hurt. Das stimmt. Aber ich wette, irgendwas ist da noch. Where is Fuyuhi? Huh? Is she here? Willst du eine ehrliche Antwort? I hear a song. That song. Haruka, please. Just try and get some rest for now, okay? Right. Naja, an ihrer Stelle könnte ich wahrscheinlich auch jetzt nicht so runterkommen. Thank you. Warte besser, bis sie sich von diesem Schreck erholt hat. Ich muss Ren und Rui von Hisoka erzählen. Ja, das wäre ein guter Anfang. Moment, die wissen davon noch nicht? Wieso wissen die davon noch nicht? Ich meine, die sind hier im Haus, die müssen doch eigentlich gerafft haben, dass sie nicht da sind. Mann, ich verwechsel immer R mit L. Ich kann es hier im Haus wahrscheinlich sowieso nicht verwenden. Also, hier ist schon mal eine von zwei. Sorry to intrude. Ich habe gerade mit Herrn Hojo gesprochen. Er hat zugestimmt, dass wir so oft wie möglich vorbeikommen sollten, bis Frau Kurosawa zurückkehrt. Wie sie ist, die wissen doch schon davon. In Zeiten wie diesen kann es wirklich gut tun, jemanden zu haben, der für einen da ist. Ja, besonders nachts. Aber wo ist denn Ren, die alte Socke? Hallo? Ein paar aufgereihte, sorgfältig polierte Tassen.
Seit ich einige wertvolle Gegenstände zerbrochen habe, hat die sogar allein sie poliert. Toll, Patch. Mal gerade fragen, vielleicht weiß ja, wo er hin ist. Wir werden unser Best geben, um Ihnen bei der Suche nach Frau Kurosawa zur Hand zu gehen. Zögern Sie nicht, um uns um Hilfe zu beten. Ich bin mir sicher, dass es Frau Kurosawa gut geht. Nicht wie Herr Hojo. Nee, ganz und gar nicht so wie der. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo der steckt. Okay. Dann ist der schon mal nicht da. Und ich denke mal, er ist auch nicht draußen, aber... würde mich jetzt mal interessieren, kann ich einfach so nach draußen gehen? Nein, okay. Kann ich einfach so abhauen. Gut, dann müssen wir wohl. Ist er vielleicht hier in dem Zimmer? Ja, da ist er. Hat einen schrecklichen Albtraum. Na toll. Jetzt kommt die Geisterhand. What? Ja, das ist bestimmt wieder der Traum, oder? Ja, nun diesmal eine andere Perspektive. Did I kill her? Don't look at me. Ren, it's time. Zeit wofür? We'll leave now. You should get some rest. I know. Good night. Erstmal baden, ja. An sich keine schlechte Idee, nachdem wir da durch diese Höhle gelatscht sind. Hey, da ist ja wieder unser liebes Haarwasser. Juri, ich glaube, du hast ein Problem. Vielleicht solltest du in nächster Zeit weg vom Wasser bleiben. Wow. Wie sind wir jetzt hier reingekommen? Was geht hier ab? Oh, hallo. Das haben wir, glaube ich, kapiert. Wow, werden dir jetzt die seltsamen Albträume? Er ist tatsächlich irgendwie nass oder so. Ist ja toll. Dieser Traum. Es war genauso wie Harukas Erinnerungen, die ich in der Höhle gesehen habe. Ja, endlich. Ich muss mehr darüber erfahren. Ich frage mich, ob sie mir davon erzählen würde, wenn ich sie frage. Oh weia, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Drücken Sie 1, wenn Sie meinen, dass das eine gute Idee ist. Und 2, wenn Sie meinen, dass alles andere eine so eine gute Idee ist. Und die Auflösung haben wir dann in der nächsten Episode von Project Zero, Maiden of Blackwater. Bis zum nächsten Mal.